Hallo, ich bin Katja von Leashe Life Balance. Wir sind hier bei uns im Trainingsraum, den wir im Moment ein bisschen umgebaut haben zum Filmset. Heute machen wir eine der Top-Qigong-Übungen. Das ist der Bogenschütze. Nach einem kleinen Intro geht's los. Wie ihr im Vorspann bereits gesehen habt, geht es heute um den Bogenschützen. Hauptthema ist es, wie bei allen Qigong-Übungen, Energie zu kreieren und durch den Körper zu leiten. Beim Bogenschützen achten wir besonders auf den Oberkörper, Brust, Schultern, Hände und Arme. Um Energie in den oberen Bereich zu bekommen, ist es wichtig, klare und starke Beinstellungen zu haben, um Kraft aufzubauen. Schauen wir uns die Beinstellungen mal an. Wir beginnen in der Bienenstellung. Füße stehen eng nebeneinander. Gewicht auf links. Rechtes Bein schiebt gerade zur Seite raus in Leopard. Knie des Standbeins ist gebeugt. Gewicht verlagern in die Mitte in reitendes Pferd. Leisten öffnen, Fußspitzen sind nach vorne ausgerichtet, Knie über den Füßen. Wieder zurück in Leopard, rechtes Bein ranziehen in Biene. Gucken wir jetzt mal auf Arme und Hände. Wir haben einen Pfeilarm und einen Sehnenarm. Der Sehnenarm ist gebeugt, der Unterarm ist waagerecht zum Boden. Die Finger ziehen die Sehne. Und hierbei sollten wir darauf achten, dass das Handgelenk nicht abgeknickt ist, sondern gerade zum Unterarm. Der Pfeilarm ist zur Seite ausgestreckt. Dabei ist der Zeigefinger gestreckt und die drei Finger sind angebeugt. Im nächsten Clip seht ihr das Ausrichten der Pfeilhand und das Ziehen der Sehne, wie das gleichzeitig zusammenpasst. Leute, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben, können die Hände erstmal gestreckt und gerade lassen. Ihr könnt dann erstmal darauf achten, wie die Abfolge ist und die Koordination der Bewegungen untereinander. Die Schultern bleiben weiterhin gesenkt und der Blick folgt der Pfeilhand. Unterstützend könnt ihr noch den Atem dazu nehmen. Immer wenn ihr euch streckt, atmet ihr aus. Wenn ihr jetzt im folgenden Clip die ganze Abfolge mitmacht, dann bleibt aufrecht und fühlt die Kraft des Bogenschützen. Ich habe euch unten in der Beschreibung noch ein paar Qigong-Videos verlinkt. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Fragen könnt ihr mir gerne in den Comments stellen. Und vielleicht sehen wir uns bei einem Workshop oder Retreat. Termine findet ihr unter www.leashe-life-balance.de. Ciao! Thank you.
Thank you.